Das heißt, die sind Mit sogar einem effektiver. Kohleblock. Nein, einem Stapelkohleblock. Ach so. Naja, aber gemessen an Material, was du brauchst, finde ich es nicht effektiver. Ja, das stimmt. Aber mit einem Mal Befüllung ist das am effektivsten. Außer du machst halt so wie ich, weil ich habe ja zum Beispiel meine automatische Schmiede. Ich könnte da. Ich glaube, da passen 100 Lava-Eimer rein, die automatisch nachbefüllt werden. Und wenn ich jetzt noch etwas bauen würde, das automatisch die leeren Eimer wieder nachfüllen würde, wieder rausnehmen würde, dann. Das wäre cool. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das so geht. Würde ich auch gar nicht machen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich mache das auch tatsächlich gar nicht, weil meine Schmiede tatsächlich auf Holzkohle basiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dann bei der Försterei bin und mal wieder was mache, packe ich das ganze Holz einfach oder ein, zwei Blöcke stapel ich mir dann auf, aber dann der Rest, den packe ich mir einfach komplett in die Schmiede selbst rein. Und dann schmelze ich praktisch in der Schmiede die Holzblöcke zu Holzkohle. Und pack dann anschließend die Holzkohle einfach sofort wieder rein. Mittlerweile habe ich da schon, ich glaube, wenn ich jetzt überlegen müsste, 30 Blöcke Holzkohle oder sowas drin. Also das ist schon richtig geil. Boah, jetzt habe ich gerade über gedacht, vor Lotterien habe ich nicht mehr auf meine Spitzhacke geachtet. Nicht, dass die kaputt geht. Sie ist tatsächlich auch schon fast kaputt. Einen roten Strich hat sie noch. Aber dafür bin ich mit der Decke fast fertig. Und ich sehe da vorne schon das Ende. Und das ging so schnell jetzt. Super. Ich habe jetzt auch heute angefangen, von meinem Lager die vierte Ebene auszubuddeln. Echt? Ja. Weil jetzt muss langsam mal davor hingehen. Und dadurch, dass man jetzt so viel Eisen kriegt aus Eisenerz, ist es richtig Premium. Ja, das ist es. Also das wird auch bei mir beim geheimen Lager massiv helfen. So. Gut, Leute. Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich erstmal Netherquarz sammeln wollen. Du brauchst jetzt Netherquarz. Aus der Decke, der sichtbar ist. Ach so, meinst du. Mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt weiß, dass wir eigentlich genau unten drunter sind unter meinem Portal, geht es richtig schnell mit dem Sammeln. Aber ich glaube, ich werde das wahrscheinlich noch voll machen und dann werde ich wahrscheinlich auch offline gehen. Okay. Okay. Da kommt halt über Lava durch. Auch da. Wollte ich jetzt nicht. So wollte ich das. So. Ah, die verbrennen alle. Ups. Ah, ich sehe Rico dort wieder.
So, naja, ein paar habe ich trotzdem bekommen. So, und da kommt Lava runter, das heißt, da könnte man dann auch noch Lava machen. Das wäre sehr schön, das Lavatropfen. So, wo haben wir noch? Hier. Da vorne ist ja sowas nichts, oder? Habe ich da irgendwas übersehen? Nein. Dann ist das da der nächste. Fertig. Cool. Schaue ich mir gleich an. Ich habe jetzt einen Stack einmal, also 16 und 9 in deine Schurkekiste getan. Ich hatte 16, 16, 8. Habe ich die gegeben. Plus den einen, den ich noch gemacht habe. Also 16, 16, 9. Also zweimal 16. Zweimal 16, ja. Ah, okay. Habe ich dich vorher falsch verstanden. Dann kriegst du die nachher gleich. Wenn du mir hier eine Brücke machst, kann ich hier noch ein bisschen weitermachen. Nee, das noch nicht. Da muss ich erst den Boden dann noch machen und alles. Geil, Leute. Geil. Und du willst jetzt dann aufhören. Ja, was gäb's oder. Warte mal, spätestens jetzt. Ja, um 5. Ja, eigentlich langsam. Okay, weil die nächste Aufgabe wäre halt die Hilfsbrücke wegzumachen. Wobei, bevor wir sie wegmachen, sollten wir uns erstmal Schreiter holen. Oder sehen, ob wir von oben da irgendwie zu Fuß nach Hause können. Ansonsten. Also, wenn du da vorne einen Aufgang bauen würdest, könnte ich zu Fuß nach Hause gehen. Ja, das kommt noch. Aber noch nicht jetzt. Erstmal muss ich den Tunnel bauen. Weil ich habe jetzt die Decke weggemacht. Da kommt dann, nachdem ich hier die Netherquarze gesammelt habe aus der Decke, kommt dann die Decke rein. Und dann müssen die Wände noch gemacht werden. Links und rechts. Und dann nach der Boden. Wobei der Boden einfach nur rausgenommen wird. Das sieht schon irgendwie cool aus. Oder? Ja. Man sieht halt nicht mal das Ende, gell? Ja. Ist schon richtig geil. Jo. Ja, also gehst du jetzt heim oder hilfst du mir noch ein bisschen? Scheiß drauf, helf dir noch ein bisschen. Cool, willst du dann mit den Wänden anfangen? Oder willst du schon mal die Decke machen? Warte mal kurz. Jo. Ja, ich. Wie du willst. Okay, ich würde dir empfehlen... Ja, ich mach die Wände, oder? Okay, dann suchst du dir eine Wand aus und machst die Wand. Also das ist, warte... Komplett rausnehmen, oder? Nicht ganz, sondern nur das, wo du hier den Ziegel siehst. Die Ecke machen wir nicht, da kommt dann die Decke rein. Also wirklich nur diese 1, 2, 3, 4. Plus den drunter auch. Den drunter brauchen wir auch, aber da kommen Stufen hin. Das heißt, inklusive Boden. Genau so. Genau das. Weil meine Spitzhacke hat halt wirklich nur noch 90 Haltbarkeit. Und wenn du Lava findest, nicht einfach wegmachen, sondern erstmal schauen, ob wir sie vielleicht nutzen können zum geiler Aussehen. Warum habe ich jetzt nicht mehr gemacht? Egal. So, nur noch die da oben, dann können wir die Decke machen, Leute. Ich liebe es immer so bei Netherrack, wie so eine Bohrmaschine, ey. Hey, ja. Willst du den hier hinter auch, den Nether, den Quarz? Den würde ich dann auch sammeln, ja, aber ich meine, wenn er schon geschenkt wird. Aber du kannst ihn natürlich auch gleich mitnehmen, wenn du möchtest. Muss ja nicht alles ich mitnehmen. Ja, deswegen frage ich dich ja. Also wenn du ihn nicht nimmst, werde ich ihn definitiv mitnehmen, bevor also wir das dicht machen. Ich gebe ihn dir schon, so ist es nicht, so meinte ich das jetzt nicht. Ich meine nur zum Abbauen gleich. Also, ja, nee, den nehmen wir schon mit. Also wenn du ihn behalten willst, behalt du ihn, ansonsten gibst du ihn mir. Ich brauche den nicht.
Oh. So, wo habe ich meine Stufen? Da. Ich bessere das dann wieder einfach mit Etherak aus, oder? Nee, das kannst du einfach lassen. Das wird ja dann sowieso zugebaut, also ist das egal. Und wenn er dann Mobs drin spawnen, dann hat man halt auch ein bisschen mehr Atmosphäre hier. Ist also nicht schlimm. So, ich habe hier mal eben kurz eine Steinsäge gemacht. Hingestellt. So, ich packe die mal eben schnell dahin. Dann kann ich mich hier noch mehr machen. Okay, das ist soweit nichts. So. Okay, das wird definitiv nicht reichen. Und das könnte reichen. Das sollte reichen. Das wird reichen. Soll ich es auch lassen, wenn es eine größere Höhle nach hinten wird? Ja, das ist vollkommen egal. Wenn die Höhle zu groß wird, dann würde ich da sogar einen Eingang einfach drin lassen. So wie, wie ich das da vorhin gemacht habe, dass man dann da tatsächlich reingehen kann, theoretisch. Bei einer gewissen Größe würde ich das machen. Ich habe Lava gefunden. Cool! Ich brenne. Nicht cool! Kurz jetzt da vorne hinter Etherak hingebaut, damit ich den Rest in Ruhe noch abbauen kann. Ich find's halt so krass, wie so Rüstung einfach gar nichts ausmacht, so wenn du die richtig verzaubert hast, dann. Ja. Am Anfang bist du halt einfach gefundenes Fressen. Aber sowas von. Ist jetzt da oben? Nein, ich sehe nicht. Na gut. Wann kommt eigentlich das... Oh, habe ich das jetzt schon weggebaut? Nein, das müsste hier sein. Ah, Rico, das ist da schon am Bauen. Ah, du hast die Lava gefunden, die ich übrig gelassen hatte. Die wird dann hier aus der Wand rausfließen. Also bitte da lassen. Ah, fuck. Ja, ich wollte das anders machen. Warte mal. Ach, ist der Fleck da? Okay. Genau, und die Lava hier ist auch perfekt. Die kann auch rausfließen. Das ist geil, auf beiden Seiten was gegenüber. Und hier ist das, was ich gesucht hatte, genau. Es kommt also erst noch. Ich glaube, das ist halt so schnell, Leute. Der ist schon in der zweiten Mauer. Ja, was? Ja. So, wir haben jetzt dann auch bald hoffentlich die Decke drin. Das ist irgendwie lustig, schaut aus wie so ein Wandbecken hier.
Hm. Genau. Wie er einfach da vorne geht. Ich liebe das, ohne Scheiß. Glaube ich dir. Du hast hier anscheinend einen Slab verloren, ich habe gerade einen eingesammelt. Also das war der, den ich gesucht habe. Ich habe ihn nicht gefunden und dachte, ich habe ihn eingesammelt. Gib ihn mir mal bitte. Danke. Bitte. Ich habe echt gedacht, wo ist er hin und habe ihn einfach nicht gesehen. So, jetzt müsste eigentlich bald das kommen, genau. Da brauchen wir dann ganze Blöcke, Leute. Ich glaube, du musst aber deine Öfen langsam weiter vorsetzen, sonst schmelzen die nicht mehr, während du hier arbeitest. Das ist egal, ich habe noch eine ganze Kiste voll. Also nicht ganz so schlimm ist es. So. Jetzt brauche ich aber erstmal... Jetzt muss ich sowieso wieder nach hinten. Ich brauche jetzt nämlich Steine, weil damit ich möchte nämlich, dass da die Lava durchblubbert, also durchtropft. Deswegen. Brauche ich da ganze Blöcke. Erdeck. Cool. Soll ich jetzt den Boden rausreißen oder was? Hast du den Netherquarz auch schon überall rausgenommen? Ja. Cool. Da liegt noch ein Block. Ja, dann der Boden raus. Auf genau, also einfach nur die oberste Schicht. Der Rasenmäher. Okay, also da blubbert was raus, Leute. Ah, Mist, jetzt hab ich's verkackt. So, wir müssen da, glaube ich, anfangen. Da blubbert's raus. Blubbert's da auch raus? Ja. Jetzt. Deine eine Netherakiste ist voll. Ich tue es unten, wo die Ziegel drin sind, noch rein, den Rest. Okay. Mist. Den habe ich jetzt falsch platziert. Ah, Mist, das ist verbrannt. Der hier kommt auch noch. Oh oh. Vorsicht, Lava! Ich bin schon längst weg. Okay. Die war so nicht geplant.